Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar level ich heute meinen Sanellari-Troll weiter. Der ist gerade Level Up geworden und wir haben hier jemanden netten, der uns durch die Arena-Quest in Nagrand durchzieht. Dann geht er so einen Ticken schneller, denn die bringt relativ gut Ruf, beziehungsweise EP. Ruf bringt sie keinen, aber EP bringt sie. Und da gibt es nochmal eine andere, Nordend, kann man quasi auch nochmal eine machen. Und jetzt machen wir erstmal die hier noch mit, um so ein bisschen Bonus-EP zu bekommen, und danach ein paar Dungeons haben wir hier schon eine ganz nette Gruppe zusammen, wo wir ein bisschen gucken, dass wir durch die Dungeons durchspammen, denn das mit den Quests habe ich mir jetzt gerade ein bisschen abgewöhnt. Wir waren in Classic unterwegs beim Questen und das hat ewig gedauert und leider nicht sonderlich viel gebracht, muss ich sagen. Deswegen, ja, werde ich, glaube ich, jetzt auf meine Quest-Achievements verzichten und so ein bisschen mehr die Dungeons bevorzugen. Warte mal, da können wir gleich wieder die nächste Quest annehmen. Weiß nicht, stimmt, Nordend könnten wir dann auch noch machen, ja. Das würde dann recht gut gehen, weil hier gibt es immer fast 30k pro Quest und da muss man ja nur annehmen, Typen umklopfen, und mit einem Hochleveling geht das halt echt schnell, ne? Also da kannst du nichts sagen. Also das ein paar Sekunden, was du drauf schießt, bis der Mob down geht. Jetzt habe ich jetzt schon wieder ein halbes Level voll, ne? Vorhin bin ich gerade aufgestiegen. Echt schick. Das sind immer so die kleinen Kniffe, die man mitnehmen kann, ne? Die Arena-Quests. Sonderlich viel mehr gibt es leider in Burning Crusade nicht, beziehungsweise in Norton, was du tricksen kannst. Vor allem mit... stimmt, ja, du kannst ja ein Portal machen. Ja, richtig. Ah, deswegen hast du auch einen Mage, ne? Macht Sinn. Macht Sinn. Da wieder abgeben. Was ist der Simon? Ah, okay, wollte gerade sagen. Hallo, Mann. Hey, wie geht's euch so? Bleibt gut drauf. Mittlerweile klappt es auch ganz gut mit dem Abgeben, dass dann allen die Quest geteilt wird. Dann hast du halt den Vorteil, dass es, also früher hast du es oftmals gehabt, dass es dann auch mal ein bisschen rumgebackt hat und ja, da musstest du die Bosse teilweise immer zweimal killen, das war mal richtig nervig. Ergebt euch euren Zorn. Ja. Das funktioniert gut, wenn jeder es nur abgibt und dann wartet, bis alle abgegeben haben. Aber wenn du noch nicht abgegeben hast und dann schon annimmst, dann, ja, dann bleibt stimmt, einer ja aus. Darf dann keiner zu schnell draufklicken. Da bin ich aber auch mal so ein Kandidat, dass ich dann zu fix bin. Mal gucken, ein bisschen Rücksicht auf die anderen nehmen. So, das war, glaube ich, gar nicht mehr. Der belebt sich nochmal wieder oder irgendwas. Der Dude. Irgendwann müssen wir mal nach Zandalar zurückgehen. Oder ich muss da besser gesagt zurückgehen. Und dann nochmal meine Special-Fähigkeit auswählen, ne? An so einen Schrein kann man ja sich dann nochmal diese Fähigkeiten holen. Ja, über ein Dreiviertel Level hat es gebracht. Echt nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Kann man nichts sagen. So, jetzt haben wir hier noch einen Nord. Also hier haben wir ja, also wir haben ja volles Programm. Einer, der uns hilft, plus nochmal ein Portal. Jetzt hoffe ich, dass jeder sich das Fliegen gekauft hat. Sonst wird es gleich schwierig. Können wir halt mit den langsamen Fliegen da einmal hintuckern. Ist nämlich hier in Zul'Drak. Naja, gut, so weit ist es tatsächlich auch nicht. Nach Zul'Drak rüber. Wenn man natürlich jetzt auf 70, glaube ich, kannst du das schnelle Fliegen holen. Ne? Also zwei Level fehlen mir jetzt tatsächlich noch. Oder ich steige natürlich hier auf und brauche kein schnelles Fliegen. So kann man es natürlich auch machen. Perfekt. Jetzt werden die anderen wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen, oder? Wie hoch seid ihr denn? 68, 71. Der könnte schon eine schnelle Fliegen haben. 69. Vielleicht hat der Hunter ja auch den Sandsteindrachen. Auf dem Weg. Denn bist nicht in Nordend. Wir sind. Bist du jetzt hier hingeflogen? Ja, wir sind schon fertig. Jetzt auf dem Weg nach Nagrand. Ja, gut, da bist du jetzt alleine, ne? Weißt du, der Worry ist so nachzüglich. Ich habe vorhin gesagt, alle nach Nagrand fliegen und er macht erstmal seine Quest rein fertig. Also, und sollen dann wieder vier Leute auf einen warten, der halt nicht gekommen ist. Also extra angesagt, wo es hingeht. Da muss ich sagen, hast du leider Pech gehabt.
alle anderen haben es auch rechtzeitig geschafft. Weißt du, der Busfahrer, der wartet noch immer so ein bisschen, wenn er sieht, dass du ranläufst, aber wenn du noch zu Hause im Bett liegst und der an der Bushaltestelle steht, dann wartet der leider auch nicht mehr, bis du da bist. Manchmal warten die auch nicht, wenn du ranläufst, ne? Wo ich nur Schüler war. Du bist eher so ein Busfahrer, der lacht, während der neben dir am Hinterherrennen ist. Ohne Scheiß, ich hatte so einen Busfahrer, wie war denn das? Ne, da war ich an der Haltestelle, ich renn ran, ne? Bin voll am Ranrennen, er macht kurz vorher also er hat die Türen auf, er bleibt stehen, er sieht, dass ich renne. Und ich stehe an der, und zwei Meter vor der Ding, macht er die Türen zu. Ich stehe da so dran, ne? Also er hat mich ewig lang, das war ganz gerade schon, ewig lang rennen sehen. Kurz davor macht er die Türen zu, wo ich dran bin, fahrt dann 5 Meter weiter, ich laufe nochmal die 5 Meter weiter, bleib da nochmal stehen, ich renne wieder nach und dann fährt er ganz weg. Das war so ein richtiger bitchiger Busfahrer. Der hat mich halt zweimal quasi getrollt, der Typ. Ja, solche Ereignisse bleiben hängen. Gut, ich war oft spät beim Bus, muss ich sagen. Er wollte, dass du was draus lernst. Mal pünktlich zu sein. So, auf geht's. Warte, wir fliegen noch. Was ist, also ich sag nicht auf. Wir haben nicht alle diesen Luxus da. Stimmt, wir könnten vielleicht porten, ne? Warte mal, wo ist denn die Inni? Die war hier unten. Die Inni ist weit im Norden, ne, kannst vergessen. Okay, ja gut, dann halt nicht. Ich wäre jetzt nur so nett gewesen, hätte ihn vielleicht reingeportet. Ja, gleich da, ganz ruhig. Ja, machen wir gleich nochmal, bis ihr da seid. Pass auf, ich logge gleich mit meinem Ali in den zweiten Account rein und guck mal, ob hier so ein Teller irgendwas rumrennt. Dann räume ich mal auf. Ja, dann reiß ich mal auf. Dann muss ich auch umlocken auf meinen Horden 2. Account. So, ich bin da. Okay, dann auf geht's. Jo, teilen ist möglich. Warte, wunderbar. Der Hunter war noch nicht da. Hunter, Quest gekriegt? Ich dachte, ihr seid zusammengeflogen. Ich werte das Schweigen jetzt mal als Zustimmung, so wie bei Kaufleuten. Ich hoffe, er hat die Quest gekriegt, oder sieht man das, ob er die nächste annehmen kann? Ich hab abgegeben. Der soll der Hunter jetzt einfach mal annehmen. Nimm mal die Quest an, dann sehen wir ja, ob er den gleichen Dude hat. Ihr könnt eigentlich hier oben stehen bleiben, dann könnt ihr schneller abgeben, weil ihr macht ja eh, also es macht eh keinen Sinn. Er macht ja viel mehr Damage als wir. Okay, es sieht gut aus, dann nehme ich die nächste an. Ja, zwei weitere Leute haben diese Quest. Anton passt, und ja. Du passt. Wunderbar. Ist das nicht. Ist der nicht ähnlich? Der Magna Taure in dieser Fünfmann in. Oder in dem Raid in Wottel? War denn der Gamm? Gasse auch so ein. Oder hieß der Eisbad? Ich bin jetzt gerade am Überlegen. PDOK oder PDOC oder wie der Bums hieß, da gab's auch so ein Dude. Ja, da hat er wahrscheinlich nicht ganz unrecht. Wir sind zu schnell für den Worry. Aber ich habe doch vorhin gesagt, es sollen da alle hinkommen. Dann sind wir schon beim nächsten Ding und dann fängt der an, da hinzufliegen. Also weiß ich nicht. Ja, in der Sekunde waren wir gleichzeitig in Höllenfeuer in der Hauptstadt dort. Aber dann ist er zu diesem Flugquest da gegangen. Ja, ich bin losgeflogen. Ja. Weißt du, diese Flugbombardierquest da oben rechts in Höllenfeuer. Ich glaube, die hat er gemacht. Naja. Dauert naja. Oh, da hat noch einer das Mount. Guck mal, ist gar nicht so selten. Deine Party mit den Mounts hier machen. Ist ja auch ein nices Ding auf jeden Fall. Guck mal, wie ich stehe. Gemacht, Moment, das mache ich dir jetzt mal nach hier. Aha, hier, okay, das ist dieser Absatz. So, bloß bei allem Rumspielen nicht vergessen, die Quests abzugeben. Jo. War das die letzte? Nee, es gibt nur eine. Habt ihr alle abgegeben?
Auf geht's, weiter geht's. Es geht halt echt gut durch, ne? Also diese Quests sind echt super. Ich hab diese Arena hier voll vergessen schon wieder. Dass es die auch noch gibt. Können sie in jedem Addon einbauen, so eine Arena, das hat schon was. Kannst ja den Dino nur ewig groß machen, ne? Wenn du diese ganzen Items nur einsetzt, da kannst du ja wirklich. Mach ich doch immer gerne. Warte mal, zack, zack. Gibt aber, glaube ich, noch mehr, ne? Was du machen kannst. Was hast du jetzt drin? Gibt ja noch diesen Trank und dieses Inji-Teil. Ja, das Inji-Teil kannst du aber nicht aufmounten, glaube ich. Den Weltenvergrößerer. Echt? Okay, geht das nicht. Und es gab auch noch von den, von diesen, in Winter. Ich hätte es fast Winterfell gesagt, ne? Aber hier in. Warte mal, ich sehe den Quest nicht. Moment. Winter Spring gibt's ja auch nochmal diese Furbolgs, die diesen Trank haben. Der macht dich auch größer. Weißt du, was ich meine? Weiß nicht, ob es den noch gibt. Gibt's irgendwie so einen Trank von denen, der irgendwie nur ein paar Minuten hält, aber der macht dich auch nochmal. Alter, ist der Grodino groß. Schau dir das mal an. Das sieht ja meiner aus wie so ein Baby-Dino. Aber da kannst du dich auch nochmal größer machen, ne? Schau mal, der geht ihm ja gerade mal bis zur Hüfte. Scheiße, du. Das ist ein großes Teil, ne? Das höre ich oft. Ja, ich wollte gerade sagen, aber damit kenne ich mich nämlich aus. Okay, wunderbar. Schild ist auch groß, guck mal. Ja, mit dem Schild kannst du dann. Das Schild ist halt größer als mein Char, ne? Und der Troll ist ja an sich relativ groß. Ich habe ja eh schon auf Max-Kameradistanz. Nicht schlecht, okay. Ja, vielen, vielen Dank an unseren Mage. Das hat jetzt echt gut weitergeholfen. Ich queue nochmal und dann können wir jetzt weiter Instanzen gehen, würde ich sagen. Können wir da noch was basteln? Danke sehr, Mage. Der hat auch diese schicken Hörner, ich wollte gerade sagen, die sind halt echt nicht schlecht, ne? Vielleicht hole ich mir die irgendwann auch mal. Mal überlegen. Du, ich bin gerade im Überlegen, vielleicht können wir auch einfach hier bleiben, oder? Hier kannst du ja auch ein paar Mobs umklatschen, wenn wir kein Instant-Ding kriegen. Jetzt sind wir ja alle hier, wir können ja irgendwo in ein Lager fliegen und da einfach mal ein bisschen... Passt schon, also... Das ist ja jetzt egal, wir sind ja alle vom Level hoch genug. Ich weiß jetzt nicht, wo es hier losgeht, aber da unten ist ein Questing, dann fangen wir halt einfach hier an, ein paar Quests zu machen. Jo, danke dir, dass du das gestellt hast, aber ich glaube, jetzt sind wir eh alle zusammen, dann müssen wir nicht woanders hingehen, weil es bleibt ja gleich. Aber vielen, vielen Dank fürs Durchziehen. Das hat jetzt echt gut weitergeholfen. Hier sind auch ein Haufen Quests. Dann, ja, nehmen wir einfach die Quests an, machen halt so lange hier die Quests, bis wir einen... bis wir einen Inni-Proc haben, oder? Wenn jetzt noch jemand mit will, dann könnt ihr gerne reinqueuen. Wir brauchen halt, wenn... Was ist denn hier los? Meist einer irgendwelche Brocken beim Schar des Zorns rum, ne? Noch nicht gesehen. Was macht der denn? Was hat der denn da für ein Item? Schaut euch das mal an. Ich hab nie gesehen, der hat da irgendeine Kanone. Hier, ihr habt's gerade auf dem... Was ist denn das? Sieht schon cool aus. Seht ihr das? Der ballert da irgendwas. Aber vor allem, das sind irgendwelche roten Einschläge und dann so Wasserdinger. Nutzt der irgendwas, wenn du auf ihn klickst? Nee, der hat aber so eine Kanone in der Hand gehabt. Hab ich noch nie gesehen. Hier doch, ja. Seht ihr das? Jetzt schießt er das wieder rum. Er kann sogar rumlaufen mit. Nutzen tut er nichts? Was ist denn das? Hier, schau, da ist sogar im Charakterframe hat er diese Kanone. Geiles Teil. Ja gut, das wollte ich euch bloß kurz zeigen. Egal. So, jetzt nehmen wir die Quests hier an und... Achso, ich wollte umloggen mit dem Char, ne? Mit dem habe ich den Char des Zorns schon umgehauen. Ja, dann könnt ihr euch hier gerne noch reinqueuen. Hier ein Hexer haben wir da noch. Okay. Dann haben wir noch einen DD-Slot frei. Wenn noch jemand mit will, kann er das machen, sonst queuen wir halt so rein. Und dann kriegen wir halt einen Random-DD, das ist auch gleich. Das ist auch gleich. Warte mal, wir hatten doch noch einen anderen Hunter, den hast du rausgeschmissen. Achso, ja, aber der kann sich ja wieder queuen. Den habe ich ja nur rausgenommen. Oh, was ist das für einer? Fragezeichen. Was macht der denn hier? Der fliegt mir nach. Ich glaube, der will was von mir. Kennt ihr mich? Ist es einer von euch, der mich umboxen will? Geh weg. Ja, stimmt, wie hieß denn der Hunter? Du queue dich einfach am besten nochmal. Der Hunter hieß
Eikel. Ach, wir haben ihn, glaube ich, noch. Sonst können wir den noch gern einladen. Jo, danke, er hat sich gekillt. Sonst queuen wir halt so rein, ne? Das macht ja Spaß. Bleibt sich ja gleich, ne? Ob wir. Ihr könnt euch ja dann noch melden, wenn ihr Bock habt. Dann könnt ihr ja gerne noch mitkommen. Das ist bestimmt der Warrior, der umgelockt ist. Achso, meinst du? Da. Ja, ich weiß nicht, der Hunter ist, glaube ich, nicht mehr online. Ich wollte ihn vorher noch anschreiben, aber der ist ja, nicht stimmt. Mehr. Er hat ja auch gefragt, wie lange wir machen und so. Achso, ja, gut. Egal. Hä, warum sind wir jetzt nicht in die Warteschlange rein? Hat das gebuggt? Hä, warte mal. Ist der zu low? 62? Du kannst nicht die Queue betreten, wenn einer tot ist? Ernsthaft? Das hat er ja noch nie. Ich dachte, du kommst nur in die Dings nicht rein, wenn einer. Also, dass der eine halt sich erst wiederbeleben muss, ne? Gut, dann ist der Hunter wahrscheinlich jetzt auch schon weitergezogen. Müssen wir die Mobs noch. Ne, die haben wir schon alle. Was müssen wir denn jetzt hier noch eigentlich noch machen? Truppenagent müssen Fallschirm. Achso, wir müssen mit dem Fallschirm ausrüsten. Na ja, gut, jetzt haben wir auch schon Bock. Ah, jetzt müssen wir aber langsam aufpassen wegen den Stunzen, weil wir jetzt schon in dem Kack-Bracket sind, ne? Da müssen wir jetzt eh gucken. Ach, schon mal der hier. Der kriegt einen Fallschirm. Ah, okay, wir sind trotzdem eine gute Instanz gekommen, passt. Weil Wottel-Innis, ne, wenn du Dings reinkommst, wie heißt der Bums? Scharlachrot ist. Nicht Scharlachrot. Hier, Ausmerzen von Stratholm, so rum. Da willst du nämlich definitiv nicht rein in den Laden. Jetzt müssen wir mal ein bisschen anziehen, dass wir noch ein paar Level schaffen. Ich wollte heute also irgendwas zwischen 15 und 20 Level machen, ne? Mit 155 habe ich gestartet. Mit 55 habe ich gestartet. Und ja. So auf 100, auf. Ich will hier mal 100 sagen. Auf 70 will ich eigentlich schon kommen. Beziehungsweise 75. Aber ich denke mal, das schaffen wir auf jeden Fall noch. Vielleicht sogar das Bracket fertig, dass wir auf 80 kommen. Dann kann man nicht das nächste Mal in MOP anfangen. Das wäre jetzt auch nicht unbedingt schlecht. MOP ist halt das härteste Pflaster im Endeffekt, ne? Das ist halt immer nervig. Und sobald du quasi über MOP drüber ist, dann ist eigentlich eh schon halb gewonnen. Das letzte Mal haben wir das ja getestet mit der WOD-Geschichte, wo wir tatsächlich in WOD so schnell durch sind. Was ätzend, danach farmst du das Ingi-Mount. Das. Ja, heute wird das wahrscheinlich eh nichts mehr. Weil da muss ich ja eh ein bisschen Zeit investieren für das Ingi-Mount, wenn ich das farm, ne? Nee, es ist kein Erfolg, es ist eine Heldentat, da hast du recht. Und vielleicht mache ich die noch, aber dann eher am Ende vom. Weißt du, das Problem ist, prinzipiell hole ich mir auch Heldentaten, ja? Aber das ist eine Heldentat, wo du jede Season neu machen kannst. Und das ist mir einfach zu blöd, weil es gibt theoretisch auch eine Heldentat für jede Season. Warte mal, ich kann euch das zeigen hier. Wo ist es denn? Bei Dings drin? Ach, egal. Muss schon wieder Achievements gucken. Hier Spieler gegen Spieler ist es, glaube ich, drin. Nee, ist es nicht, oder? Nee, das sind Prestigestufen. Das ist hier auch nicht drin.
wahrscheinlich doch unter Heldentaten, wahrscheinlich hier unter PvP. Genau, es gibt hier, dass du in der Season... Ach, jetzt pullen wir den einfach raus, wird wahrscheinlich alles kommen. Ja, ich dachte es mir schon. Schau, das gibt auch für so eine Kacke... Oh fuck, ich werde halt instant gestunt, ne? Ach gut, das ist nur ein Hexenmeister. Schau, es gibt auch hier Herausforderer, Season 2, Kämpfer und dann diese ganze Kacke. Dann quasi auch für die erste Season und dann auch für ältere Sachen. Hier für Leechen und so. Das gibt's halt für jeden Kack wieder. Und da habe ich echt einfach keinen Bock drauf, dass ich jede Season alles in... Also ich weiß gar nicht, ob es RBG gibt, glaube ich sogar auch, ne? Oder? Ja genau, hier, ich habe ja mal Dings auch gemacht in der ersten... in der ersten Season von, na, der allerersten RBG-Season habe ich ja auch Dings gemacht, hier diesen 0,5 Dings da für Held der Allianz, beziehungsweise, wie heißt es bei der Horde, wahrscheinlich Held der Horde, oder? Genau, Held der Horde, gnadenlos. Und theoretisch, wenn du das jede Season machen wollen würdest, dann müsstest du RBG, Arena alles machen, du müsstest, Plus alles machen und das ist mir einfach zu blöd. Also diese Heldentaten sind mir einfach zu blöd. Jede Season alles zu machen, das mache ich nicht. So Geschichten, dass du irgendwann bei einem Boss zum Beispiel, ne, jetzt, wo war es, damals bei Algolon gab es einen oder bei Sinestra und so, das habe ich alles gemacht, weil das so einmalige Sachen zum Schaffen waren, aber diese andere Sachen, wo du jede Season wieder das gleiche, den gleichen Rotz machen musst, das ist mir zu blöd. Also die hole ich mir nicht alle. Da wirst du dann auch nicht mehr fertig. Weil wirklich immer alles, das schaffe ich auch zeitlich einfach nicht, ne? Da habe ich auch so einfach zu viel Sachen zu basteln. Da muss ich mir auch schon ein bisschen gucken. Deswegen Heldentaten eigentlich schaue ich schon auch, dass ich immer die mitnehme. Aber so sinnlose Sachen, wo du jede Season das gleiche nochmal bastelst, das nicht. Oh, kam Scheiße. Die dazu? Wie kamen denn die jetzt alle? Bist du? Sorry, ich weiß jetzt nicht, was du genau willst von mir. Ach so, heißt der Typ, oder wie ist das der Typ, der jetzt da gerade unseren Heiler gekillt? War der Ali, glaube ich. Ja, das war der Ali. Was ist das der? Florian? Komm du mal raus? Oder meint der? Oder der meint wahrscheinlich den anderen. Das ist, glaube ich, er, der uns gerade gezogen hat in der Dings. So. Ich glaube, der will ja, aber der mich gekillt hat, war ja Max Level, ne? Der hat 170 Leben gehabt. Also recht wenig für ein Max Level, aber unser Mage, der uns gezogen hat, ist ja 101 gewesen. Ja, aber wahrscheinlich hat er noch einen anderen Char. Achso. Also schätze ich jetzt einfach mal. Sonst wäre es wahrscheinlich ein bisschen ein unfairer Kampf. Genau. Schauen wir gleich mal. Gleich sind wir ja durch. Zum Glück sind wir die Innie gekommen, das war eh ganz gut. Eigentlich müssen wir uns ja jetzt wieder einen Low-Leveler suchen, der möglichst niedrig ist, dass wir immer die Innie kommen. Der Shami ist 59, wir können direkt neu anmelden. Ach, stimmt, ja. Wer ist jetzt bestimmt Level up und dann... Ja, komm. 60, genau. Jetzt könnte Blue Castle oder sowas auch kommen. Ja. Aber ich kann jetzt neue Sets morgen. Stimmt, ja, ich bin auch Level 70 geworden. Sind wir ziemlich gleich auf, ne? Versteckt sich vor dir am Flugpunkt. So einer, ne? Lois killen und dann den richtigen Kampf schon. Oh nein, der will hier die ganze Innie machen. Komm, lass rausgehen, bis wir das dem erklären. Keine Ahnung. Wenn es nicht die ganze Innie hier nochmal mit dem. Müssen wir denn jedes Mal die Rollenabfrage machen? Da stimmt doch was nicht. Oh, hier wird irgendwie nur angezeigt ein DD.
immer so Q, ihr müsst schnell dann die Instanzgruppe verlassen, sonst backt das immer rum. Hier ist der Florian. Der will an den Mage, der sich da in dem Lager versteckt. Was? Ob ihr eine Unfrage? Ja, macht eine Unfrage. schon wieder das Samsung-Team. Klar, macht eine Umfrage. Hab ich keinen Stress mit. Wenn das... Was? Samsung Deutschland? Ja, Lexi, lass die mal. Die dürfen von mir aus die Umfrage machen. Das ist mir gleich. Vielleicht wird's interessant. Mich würde es nämlich jetzt tatsächlich auch interessieren, was die für eine Umfrage machen wollen. Die waren wir nicht. Glaubst du nicht im Ernst, dass das letzte Mal hat jemand gemeint, dass das wirklich die Dings ist von denen. Und wenn es ein Troll ist, Hauptsache, dann ist er wenigstens gut, ne? Hoffe ich zumindest. Vielleicht ist er ja unterhaltsam. War ja aber nicht schnell genug. Was haben wir denn jetzt hier für einen Dude in der Gruppe? Noch ein Hunter, ne? Hier, von BlackRock. Oder war das der ist neu. Der von BlackRock ist richtig. Okay. Jetzt geht die Blutschipiskus-Jagd wieder los, ne? Und das Geschlage drum. Ach, Lexi, ja. Stimmt, vorher meinte schon jemand, wo ist denn eigentlich der Lexi? Da hab ich auch gedacht. Hoi. Fainty ist vorher schon in die Haie gegangen. Hier, Lexi, ich wollte dich was fragen. Also, ich habe gesehen, du hast dich mit Anti-Reeks und noch jemanden irgendwie in der Launch, war irgendwie eine Ewigkeitsdiskussion. Ich habe mir so kurz überlegt, ob ich mir das durchlese, habe angefangen und dann habe ich gesehen, dass es so etwa 30 Seiten sind. Dann dachte ich mir, nee, komm, also beim besten Willen nicht. Willst du mir zusammenfassen, um was es da ging? Also so mit ein, zwei Sätzen? Weil ich dachte mir, nee, komm, ich lese jetzt keine 30 Seiten durch. Das ist, weißt du, wenn es so ein, zwei gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, jetzt überfliege ich schnell, aber das war mir einfach zu viel. Ich habe dann durchgescrollt und dachte mir, what the fuck? Habt ihr da den ganzen Nachmittag geschrieben? Ich vermute, dass da wieder jemand rumgestänkert hat, oder? Liege ich da ganz richtig? Oder nicht ganz unrichtig? Komm, pull mal die auch noch dazu hier. Ich hab mal einen Lexi auf dem Server Exenkessel gesehen. Das ist ja nicht zufällig, oder? Ich glaube, es heißen relativ viele Lexi. Es gibt auch Mädels, die nennen sich Lexi. Ich weiß gar nicht, wo das ursprünglich herkommt. Weißt du, deswegen sind diese Pubertierenden. Deswegen bin ich da so leid, ne? Das ist da, ich brauche Aufmerksamkeit. Wie kriege ich Aufmerksamkeit? Ich mache irgendwen blöd an. Oh, ich bin dem so leid, keine Ahnung. Dann fühlen sie sich noch cool, wo ich mir denke. Ja, okay. Die Leute sind genauso nervig wie die, die immer so harte Sprüche drücken müssen, dass sie als besonders harte Typen rüberkommen. Schaut mich an, wie krass ich bin. Und oft sind es dann auch Kiddies, ne, die dann als besonders krass rüberkommen wollen. Und dann aber bei dem kleinsten Gegenwind zum Heulen anfangen. Das sind mir die Liebsten, ne? Das sind mir die Allerliebsten. Warum hast du das dann beendet? Okay, ja, ist wahrscheinlich besser. Weiß ich nicht. Dass man da nicht irgendwann zu der Erkenntnis kommt, okay, damit komme ich jetzt vielleicht nicht weiter oder an das Ziel, wo ich hinkommen will. Naja, so ist das. Schwierig. Schwieriges Thema. Du, Lexi, was ich dich fragen wollte. Hast du,
Kann das sein, dass du bei Barlow im BMZ letztens eine Frage gestellt hast? Oder das kann auch schon ein bisschen her sein. Ich habe heute nebenbei, wo ich Inseln gemacht habe, wieder ein bisschen einfach so durchlaufen lassen. Und ab und an kommt dann auch das BMZ. Das kannst du immer ganz gut nebenbei anhören. Ich meine, dass ich da auch irgendwo Lexi gelesen hatte. Kann das sein oder ist das für ein anderer gewesen? Jetzt müssen wir ihn schnell killen, bevor er sich hochheilt. Nein, wir sind halt einen Ticken zu langsam. Nein, verdammte Scheiße. Kann man das dispeln? Setzt die Explosion frei, der wird es gleich explodieren. Oder auch nicht? Explodiert der nicht eigentlich? Anderen Account kann man wieder. Kannst du in der Launch Leute komplett rausbannen oder wie läuft das? Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt gar nicht, was hab ich denn da gekriegt. Ein Kleidchen. Ja, gut. Moment, das. Nee, das ist doch nicht besser. Ich habe hier Account Gear. Hallo, nett, okay. Gut, dann war es ein anderer Lexi. Okay, kann man. Kurz davor den Einladungslink mal zu enden. Das Problem ist, den habe ich ja unter die Videos gepostet. Wenn du den änderst, dann müsste ich den irgendwie bei allen rausnehmen. Deswegen ist das ein bisschen kacke. Dann funktioniert das ganze Ding nicht mehr. Wobei, ich muss jetzt sagen, ich mache ja jetzt nicht sonderlich viel über die Launch. Ne? Das hat sich ja am Anfang toll angehört, aber irgendwie, ich wüsste jetzt auch nicht, wenn ich halt irgendwas machen will, dann mache ich es ja meistens im Stream und dann mache ich da ja was. Und das Problem ist, also man kann den Launch-Chat sich in-game anzeigen lassen, aber das habe ich selbst zum Beispiel auch gar nicht. Ne? Deswegen, ja, weiß ich nicht. Hätte ich vielleicht am Anfang an auch mehr nutzen müssen. Dann wäre das vielleicht auch ein bisschen besser gewesen, aber das ist irgendwie so ein bisschen eingeschlafen leider. Okay, ach so, dann kannst du wieder gucken. Ja gut, das könnte man natürlich auch machen. Kannst du das irgendwie einstellen, dass bei der Launch, dass quasi alle sich über den Einladungslink dingsen können, aber du musst nochmal irgendwie freischalten, dass du quasi verhinderst, dass jemand, den du rauskickst, wieder reinkommt? Also geht das? Oder weil ich habe mich jetzt seitdem nicht mehr mit auseinandergesetzt, muss ich gestehen. Ach, Lexi ist auch eine Pornodarstellerin. Okay, dann wissen wir Bescheid. Mhm. Oh weia, das war vielleicht jetzt doch nicht so gut, hä? Also kommt der Name wohl häufiger vor. wahrscheinlich. Ist Lexi ja diese Pornodarstellerin, wer weiß. So ist es. Lexi immer quasi so ein Stimmenverzerrer. Oh Scheiße, jetzt kriege ich auf den Sack. Lexi Love, okay. Hab ich gesagt, Lexi Love, so rum. Hab ich kurz versprochen. Ich weiß nicht, die Instanz ist eigentlich relativ angenehm, da kannst du gut was wegleaven, ne? Ich glaube, die eine Mob-Gruppe kann man sogar auslassen, wenn wir hier ganz knapp hochgehen. Aber es wird sicher wieder werden. Ja, der Hunter. Was, Lexi ist eine Frau, ja. Doppel-D, weißt du? Weißt du, ich mache nur Leute zum Mod aus Gegenleistung. Mage ist stiften gegangen, okay, da jetzt doch keine Lust mehr. Das sind immer so Leute, die wollen dann einmal hier wen im Stream umboxen, ne, und fühlen sich dann toll, keine Ahnung. Aber dich hat er nicht umgeboxt. Ja, das hat mir, frage ich mich auch, aber ich bin gleich gemountet geblieben. Eigentlich müsste er mich one-shotten, aber ich dachte mir, vielleicht komme ich weg. Wenn ich mounted bleibe, oder vielleicht wollte er einfach nur dich umboxen, keine Ahnung, vielleicht hat er einen persönlichen Hass auf dich. Vielleicht hat es gar nichts mit dem Stream zu tun, weißt du? Was, 90h, okay. Aber ist 90h noch toll? Ich weiß nicht, irgendwann, ne, schlägt die Schwerkraft halt zu.
Na komm, pull mal gleich mal ran den Boss. Dass du was zum Heilen hast. Ich glaube, der bereft, soweit ich weiß. 20% Mana, ich hoffe, das reicht aus. Weißt du, mir wird schon wieder 99 angezeigt. Das ist so eine Kacke. Ach, ich hab dich sogar im Fokus? Ja, okay, ich hab nicht geguckt, ich geb's zu. Aber ich hab dich sogar im Fokus, ja, richtig. Ich sehe alles. Du siehst alles. Ja, aber, ne, hier, das geht easy. Muss ich ein bisschen Mana sparender spielen. Das kriegst du schnell. Macht auch Rückenschmerzen des Todes. Kennst du dich da aus, Arthas? Aber ja, das habe ich auch schon öfter gehört. Was, als Pornodarstellerin? Nein, wenn man eine große Oberweite hat, dass das natürlich nach vorne zieht und dann, dass man dann Rückenschmerzen kriegt. Deswegen gibt es ja auch Mädels, die sich quasi wirklich die Brüste verkleinern lassen, deswegen. Ich weiß nicht, ob ich davon ein Fan sein soll, ne? Also, dass man sich künstlich vergrößern lässt. Du, soll jeder machen, wie er will. Bei manchen sieht es halt jetzt dann auch nicht so toll aus, wenn es dann halt einfach nur noch zwei runde große Knubbel sind. Ja, muss jeder wissen, aber dann extra noch verkleinern, ich weiß nicht. Du hast 75B, bist aber auch ein Kerl. Misst man das als Kerl? Gibt's da überhaupt nicht Dings? Ich bin, also weiß ich nicht. Weiß nicht, damals, als ich noch gut trainiert habe, hatte ich auch eine ordentliche Brust, ne? Da hatte ich bestimmt auch B. Ja. Aber weiß nicht, ob man es dann da überhaupt irgendwie so misst. Aber gut, das ist dann bei der Muskulatur ja dann eher immer noch ein Unterschied zwischen warm und kalt, ne? Also wenn du ein krasses Brusttraining machst, dann hast du ja wirklich da einiges, ne? Mehr als manche Frauen, wenn die komplett flach sind. Knubbel. Ja gut, also blöd, dass ich die Kamera jetzt nicht anhab, aber dann könnte ich euch demonstrieren, was ich meine. Aber manche stehen die ja wirklich so komplett, also manche haben wirklich extrem groß gemachte Brüste und dann stehen die auch noch so komisch hoch. Das sieht dann halt auch nicht mehr so gut aus. Gut, es gibt sicher Leute, denen das zusagt, ne, wie überall, aber naja. Ich weiß nicht, was du meinst. Sag mal im Stream. Sag mal im Stream. Du willst jetzt bloß, dass ich mich zum Affen mache, ne? Zeig mal einen Nippel. Du, ich hab eigentlich nichts gegen, den Nippel zu zeigen. Also ich weiß es nicht, aber weiß nicht, muss nicht unbedingt ein Stream sein. Ich weiß nicht, was ihr immer mit meinen Nippeln habt. Ich versteh's gar nicht. Jetzt, wenn ich im Schwimmbad bin oder so, sieht man es ja auch. Also ich meine ja nicht deine, aber ihr könnt ja Google öffnen und achso, ich könnte Google öffnen und Brüste zeigen. Weiß ich nicht, ob ich da nicht Probleme mit dem Stream kriegt, keine Ahnung. Ich glaube, mit Titten haben die da immer so die einen oder anderen Probleme. Wir könnten ja auch irgendeinen Porno anschmeißen und uns den zusammen angucken, ne, wenn wir schon dabei sind. Warum nicht? Irgend so ein Fetisch-Scheiß am besten noch, wo sie sich mit irgendwelchen Fäkalien beschmeißen. Du, warum nicht? Komm, scheiß drauf hier. Solange Lexi vorkommt. Sollen wir mal nach Lexi googeln? Nee, ich möchte nicht gebannt werden, keine Ahnung. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Geht nicht so weit hinter, weil sonst kommt der Große und wenn wir hier gestunt sind, ist das immer ein bisschen blöd. Er zeigt sein Seekörbchen, ja. Zeig mal, was du hast. Meine Pornos zeigst du nicht. Okay, dann halt nicht. Nicht, dass ich den Copyright-Claim krieg, weil ich von der Pornoagentur verklagt noch. War denn mit der Umfrage eben? Kam nichts? Oder wurde sofort gebannt? Ja, die Umfrage wurde leider rausgebannt. Ich hätte mir ja schon... mich hätte es interessiert, um was es da ging, muss ich sagen. Und das letzte Mal meinte einer, dass das wirklich Samsung Deutschland ist, die da in dem... Ich weiß nicht, was die bei mir im Streamchat dann machen, ja? Also das kann ich auch nicht nachvollziehen. Oder ob die ja, einfach... sehen, dass du Millionen von Viewern hast. Ja, absolut. Und dann denken sie hier, da kann man richtig, richtig auftrumpfen. Wahrscheinlich hätte ich jetzt ein neues Handy gekriegt und Lexi hat es mir versaut, weißt du? Oder ein Tablet oder sowas, hätte ich schon genommen. Die hatten wahrscheinlich schon so einen ganzen, weißt du, so einen ganzen Stapel PCs hatten die schon so extra stehen, wollten die gerade zu mir losschicken und dann hat Lexi die rausgebannt und jetzt war's das. Danke Lexi, ne? Jetzt krieg ich nichts mehr an Produkten.
Ja, absolut. Wahrscheinlich. Die hätten mir wahrscheinlich 5 Millionen angeboten. Gold. Gold, ja, dann hätte ich auch genommen. Ich hätte mich auch für 5 Millionen Gold würde ich mir auch verkaufen. Definitiv. Wasser sieht ein bisschen billig aus, oder? Das da runter tropft, sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal irgendwie so ein bisschen knetmasse-mäßig. Seht ihr das so? Weiß ich nicht. Die könnten sie vielleicht mal auch reworken, die Instanz hier. So, sowas wie sie mit Dings gemacht haben, ne? Hier, wie heißt das? Wie sie mit den BGs gemacht haben, diese Reworks, sieht richtig gut aus. So ein Zeug mit dem ganzen alten Zeug, das so immer so eins nach dem anderen zu reworken, wäre ich echt ein Fan von. Auch die Gebiete, Arati Hochland, ne? Die Warfront, wie das jetzt aussieht, richtig nice. Sowas könnten sie gern öfter machen. Auch hier die Instanz vielleicht mal, weil das sieht halt schon mittlerweile nicht mehr ganz so geil aus im Verhältnis, ne? Hier diese ganzen Kanten, dieses Eckige und einfach so Büsche an die Wand, das darfst du eigentlich gar nicht so genau angucken. Diese Löcher, schau mal, das ist richtig kantig ausgeschnitten. Siehst du das? Also, und dann einfach diese Büsche an die Wand geklatscht. Diese riesigen, schlechten Texturen. Die Designer naja. Hatten keine Zeit bei der Ini. Wahrscheinlich, ja. Schnell gehen. Schau, wie kantig das alles ist. Also, das darfst du dir eigentlich gar nicht so genau angucken. Damals war das gut, ne? Da hast du so Pilze und so, aber mittlerweile ist das halt nicht mehr das Wahre. Außer die Nager, die hier so drin sind, die haben das absichtlich so kantig ausgeschnitten. Das kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht. Das Alarm? Okay, jetzt geht's schon richtig los. So. Schauen wir nochmal. Was? Zwei Min-Pornos mit Vorspiel, okay? Ja, gut. Die schnipseln das dann halt zusammen, weißt du? Da gibt's, dann machst du halt deine 2-Min-Action. Dann wird das ein bisschen gestreckt von 5 verschiedenen Kamerawinkeln. Und dann musst du halt nach ein paar Minuten nochmal ran. Und dann kriegen die da schon mal was raus. Da macht der Schnitt auch sehr viel. Geht's jetzt los, oder? Mit den schlechten Porno-Parodien. Der Hunter muss raus. Okay, dann lassen wir die Instanzgruppe verlassen. Oder? Oh, ne. Dann halt nicht. Sind ja nur alle sonst drin. Dann gehen wir halt mit dem anderen Hunter weiter. Schnell nochmal umgemockt. Du bist ja mehr am Mocken als an allem anderen, hä? Huh? Ja. Ich hab einfach keinen Mock, deswegen erübrigt sich das bei mir. Oh, komm, bitte. Ach komm, Blutkessel. Guck mal, geiles Mock, oder? Warte mal, ist das nicht das PvP-Zeug? Kann sein, ja. Ist das nicht ein erfüllter Gladiator? Ja, Wortel PvP ist das nämlich, ne? Also ich habe nie wirklich viel PvP gemacht. Du konntest ja alles nachkaufen mit den Ehre-Marken. Nee, damals brauchst du da Rating für. Ich habe halt Wottel, habe ich auch noch PvP gespielt. Wenn jemand das Set anhatte, dann hat er schon ein bisschen was gekonnt im eigentlichen Sinne. Deswegen ja, kenne ich das noch. Ich kann was, ja. Ja, ja, aber mittlerweile ist ja alles nicht mehr auf Rating oder so. Ja, ich glaube, durch diese 12 Marken in Legion habe ich vieles mir nachgekauft von den ganzen anderen Add-ons. Ja gut, also, klar, das ein komplettes Set mit 12 Ehre-Marken kaufen. Ja. Ja, das habe ich beim Druid dann auch gemacht. Bei diesen Dailies, die es an diesen Türmen gab, da gab es ja auch immer 3 oder 5 Marken teilweise. Also musste ich nicht mal PvP für machen, nur eine Daily abgeschlossen und schon konnte ich mir so ein paar Sets kaufen. Ja gut, ich habe ja auch immer gemacht, auch mit mehreren Chancen. Ich hatte irgendwann so viele Marken, dann bin ich mal shoppen gegangen. Sauerei auf der Bounty. Ja, du, ich muss ehrlich sagen, so richtige Titel von dem Zeug, ne, kann ich dir jetzt gar nicht sagen, weil also ich guck nix nach Titeln irgendwie an, also vor allem, ich glaube, da ist die Zeit auch raus, dass du da irgendwie sowas speziell kaufst, ne? Ja, also die Namen sind schon lustig, definitiv. Schauen wir mal, ob wir den einen, okay, haben wir das schon geedit? Nee, nicht das Pattern, nicht das, oh. Einer, der in Range kicken kann, wäre es ganz gut. Das Problem ist, wenn ich das Schild... Okay. Ja, wir haben alle. Egal. Das hier wird halt immer richtig lustig, weil die halt auch alle dann abschießen. Bubble mal am besten.
Ja, die ganzen Wichtel, die da hinten rumgammeln. 200 Leben. Dachte, ich zieh voll auf dir durch mit Heal. Hab sich fast gerecht. Eigentlich musst du es schon wieder anerkennen, dass das halt schon echt ein bisschen kreativ ist. Diese ganz schlechten Porno-Titel, die haben schon was, definitiv. So musst du mal deine Chars danach nennen. Ja gut, aber du kannst ja keine Leerzeilen oder irgendwas machen. Also in das ist es ja viel zu lang. Und ich kann mir vorstellen, dass sich dann halt irgendwelche Leute dran stoßen und dass du dich dann halt ständig umbenennen darfst, und da habe ich halt auch wenig Lust drauf. Stimmt, ich hatte mal, wir hatten mal einen Gildennamen als Hortler gehabt, der war Cojones Grandes. Ja, es war dann irgendwann, mussten wir uns doch umbenennen. Also ich kann euch eins sagen, ne, die beiden Gilden, wo ich jetzt mit Delekan und Konsorten drin war, die hießen ja beide Juicy Loot, ne? Und ja. Da ist der Name halt ziemlich nah dran und auch wahrscheinlich von den Leuten gewollt gewesen mit Jewish Loot, ne? Also hier auf Juden bezogen, und die hatten auch mal so ein Symbol mit so einer Karikatur quasi, wo ein Jude drauf ist mit einer großen Nase und so diese Nazi-Propaganda-Scheiße in die Richtung, wo ich mir auch dachte, weißt, muss man so eine Kacke machen, ja? Also, aber mir ist der Gildenname relativ wurscht, ich wollte halt nur einfach raiden und fertig ist, aber weißt du, muss man so einen Kack machen? Also ich weiß es halt nicht, ob man das halt, ob man sowas halt nötig haben muss. Denkt wieder an die Bomben hier. Das ist halt auch wieder so Kleinkinder, oh, ich bin so lustig, ne? Geschichte, wo ich mir auch denke, ja, okay. Lukas, also hey, grüß dich. An Juicy, da habe ich jetzt nicht an Ju gedacht. Ja, das geht, es ist relativ ähnlich, ne? Wenn du dann natürlich den Dings noch siehst, die hatten im TS halt das Bild drin mit dem Ding, und da war halt schon relativ klar, woher der Wind weht. Anscheinend war die Schreibweise ein bisschen anders davor noch, und die haben die Gilde dann umbenennen müssen, weil sie anscheinend gemeldet wurden, und dann ist es halt Juicy draus geworden. Was, Taylor ist alt? Ja, du, ist halt, alt ist relativ, ne? Ich bin 26. Meine, wie steht denn die zu mir? Meine Cousine, die jüngere, ist jetzt 10 oder 11? Shit, ich hab letztens noch gefragt, aber ich weiß schon wieder nicht mehr. Aber dahingehend bin ich halt schon alt, ne? Also von jemandem, der um die 10 ist, ist halt 20 eigentlich schon alt. Oder wenn du dann Mitte 20 bist, dann bist du schon richtig alt. Ja super, ich bin voll im Stun, ne? Die werden euch jetzt ein bisschen angreifen, die Mobs. Er kommt und gibt mir einen Hammer mit, ne? Full Stun. Ich bin jetzt eigentlich 2 und... Ah, gerade aufgestiegen. Ich wollte gerade nachschauen, was für ein Level bin. In dem Moment bin ich aufgestiegen. Perfekt. Ja, alt ist halt immer relativ. Sehe ich jetzt gerade erst. Nimm 2. Ernsthaft? Also, komm, da fällt mir nichts mehr ein zu den Titeln. Dann bist du auch alt. Ja, wie gesagt, das ist halt immer die Perspektive, ne? Wenn du jetzt jemanden fragst, der 50 ist, da ist jemand, der 26 ist, nicht alt. Heißt so Jungspund. Wer ist denn der Älteste hier? Jetzt outet euch. Jetzt hab ich mich auch geoutet, wie alt ich bin. Vergiss deine Petri. Ja, da sagst du was, ne? Da sagst du was. Muss ich wieder reinschmeißen. Outet euch mal, wie alt ihr seid. Schau mal, wer hier der Stream-Opa ist. Oh shit. Die ist drin. Die anderen müssen schreiben. Ich bin ja der Einzige in TS. Ja, natürlich. Ich bin 29. Alt. Alt.
34 ist im Moment das älteste, was wir haben. Nee, 38, da oben noch. Wie alt ist denn dein Lexi da? Weiß ich nicht, ob er es sagen möchte. Setz ihn mal auf 50? Was, 50? Nein, so alt ist Lexi nicht. Das klingt so, ob der mein Haustier ist. Wie alt ist denn dein Lexi da? Alter! Nein, der ist noch knackig, der Lexi. Pass mal auf hier. Aber genau weiß ich jetzt auch nicht, wie alt Lexi ist. Bin so schlecht mit sowas am Merken. Oh, jetzt spüre ich schon so einen gewissen Druck, ne? Die Leute wollen es wissen. Wie alt sind die anderen da unten in MTS? Anti, Riggs und so? Riggs war jung, ne? Boah, du, ich glaube Anti ist 20 oder 21, Riggs ist irgendwie 16, glaube ich, mittlerweile. Er darf jetzt Bier trinken, habe ich gehört. Ja. Aber der war irgendwie immer 12 und auf einmal ist der jetzt 16, irgendwie fehlen da ein paar Jahre. EP-Trank hat er gehabt. Ja, wahrscheinlich, der ist auch ein bisschen schneller gelevelt. Ja, der hat, glaube ich, ein bisschen viele EP-Tränke getrunken, ne? Nicht nur hier das Destillat, sondern ein bisschen hochprozentigeres. Der kriegt mehr, hat mehr Prozent damit gekriegt, weißt du? Ja, ganz krass, ne? Da muss man aufpassen. Ich glaube, der Lexi will es nicht sagen. Das ist wie bei Frauen, ne? Die sagen nicht, wie alt sie sind. Oh, die hauen jetzt ganz gut rein. Jetzt muss ich meine Heilung mal drücken. Ach komm, Infos dann. Und sagen auch nicht, wie viel sie wiegen. Das ist auch... Geheimnis bei denen. Ja, es kommt drauf an. Gewicht. Manche sagen es dir. Also ich sag mal so, die eher Dicken sagen es dir nicht, ne? Aber die eher Dünneren, die sagen dir, wie viel sie wiegen. Ich habe auch schon ein paar geschätzt. Sagen wir es mal so. Mit einem Gewichtstest einmal hochgehoben und gesagt, okay, du wiegst so und so viel, aber das sind halt die im Bereich irgendwas mit 50 Kilo sind oder so. Achso, die kriegst du noch hoch, ne? Die kriegst du noch hoch, ja. Du, ich hab, ich kann ja nicht wirklich tanzen, aber das, was ich damals gemacht habe, wo ich nur am Trainieren war, habe ich immer den Air Marshal gemacht, heißt, eine rechts geschnappt, eine links geschnappt, beide hochgehoben, also mit beiden Armen und dann einmal rumgedreht. Bis der total schwindelig war und sind wir meistens irgendwo in die Ecke geflogen, das war immer ganz lustig. Da packst du dir halt jeweils eine, die halt so um die 50, 55 oder so wiegst, ne, dann geht das schon. Damals ging das nur ganz gut. Weiß nicht, ob ich das jetzt noch hinkriegen würde. Müsste ich mal gucken. Wenn ich das, also das habe ich meistens gemacht, als ich ziemlich angetrunken war, muss ich gestehen. Eigentlich musst du dir halt denken, ich hab die halt gepackt eigentlich mit dem Arm und dann Schritt und dann hoch, ne? Nie hat sich eine beschwert, ne? Aber ich denke mir halt schon, ist eigentlich immer so, war vielleicht jetzt nicht ganz so immer so hundertprozentig. Aber es war meistens auf so Studentenpartys, wo du halt zumindest dich schon mal gesehen hast, ne? Aber die meisten, also fanden eigentlich bis jetzt immer alle Mädels lustig, wo ich das gemacht habe. Manche kamen sogar her, eine, die kam immer her, sie will fliegen, ne? Sie ist immer hochgenommen und rumgewirbelt. Das war schon mal ganz lustig. Ja, wenn du nicht tanzen kannst, musst du halt einen anderen Fun machen, ne? Also, gut, was heißt, ich kann halt rumhopsen, ne? Aber ich kann halt nicht wirklich richtige Tanzschritte oder irgendwas. Aber ich habe trotzdem immer meinen Spaß gehabt. Hast du keine Freundin, die dir einen Foxtrott oder sowas beigebracht hat? Also ich sag mal so, ich hab's schon mal, meistens aber halt im angetrunkenen Zustand, waren dann immer Mädels, die haben mir das Tanzen beigebracht. Eine Weile konnte ich auch ein bisschen was zumindest, ne? Aber das ist halt auch schon wieder weg, ne? Also keiner. Also ich würde jetzt nicht, sagen, dass ich jetzt noch irgendwie die Schritte kann. Ich kann halt so ein bisschen rumdancen in Disco. Wenn man betrunken ist, dann denkt man, man kann dancen. Ja, das spielt vielleicht auch mit rein. So, schaffen wir noch eine? Komm, eine schnelle machen wir jetzt noch. 5 Minuten.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Nee, es hat sich nie eine beschwert, muss ich sagen. Wo ich mir dann auch immer gedacht habe, okay, das war vielleicht jetzt auch nicht so die ganz feine Art, ne? Also jetzt so, naja, lassen wir das. Was, die Prinzessin auf der. Ach, Lexi, der Zug mit den Pornotiteln ist abgefahren, glaube ich. Er sucht dann nochmal seine alte Sammlung zusammen, ne, der Opa, die er noch im Schrank hat, die DVDs, VHS-Kassetten, so rum. Schauen wir mal, ob wir noch einen schnellen Proc kriegen. Sonst machen wir halt noch ein paar Quests zum Abschluss. Serafina, hey, grüß dich. Sind auf der Eichel, aha. Kenne auch noch so ein paar schlechte. Indiana Jones oder so. Das sind schon wieder so Sachen. Da kannst du einfach nur schmunzeln. Jetzt hau raus. Nein. Ja, weißt du, du kannst nicht anfangen zum Lachen, ne? Die ins Fäustchen Nein, ich habe lachen, ob du. gelesen, was der Lexi da geschrieben Ach hat, so. weißt du? Okay, auf der Tomorrow. Ach du Scheiße, also jetzt wird's aber. So, jetzt schauen wir mal, was wir kriegen. Bitte, bitte, bitte eine schnelle. Ich stehe so auf schnelle Nummern. Komm. Oh. Ah, Nicht nach das. einem schnellen ihn hier aus. Nee. Obwohl, die geht eigentlich auch, das sind nur zwei Bosse, ne? Die ist eigentlich in Ordnung, muss ich sagen. Außer wenn halt einer immer alle Geisterviecher noch dazu pullt, dann wird's halt ätzend. Wenn ihr euch ganz hier hinstellt und wir in Range. Naja, okay, fick dich. Wer ist denn da jetzt gerade volle Lotze reingelaufen? Weißt du, ich bin gerade schon am sagen, also wenn ihr jetzt da in Range kickt und nicht voll reinläuft, dann pullen wir nicht alle. Zack, der erste steht halt volle Kanne drin und pullt halt alles zusammen. Wie so Leute mal liebe, ne? Nee, der neue Patch ist nicht draußen, die Raid-Instanz ist draußen. Also diese Zwei-Mann-Raid-Instanz, aber das ist ja nur der Raid an sich und nicht ein Patch quasi, der dazu kam. Der Raid gehört ja zu 1, zu 8.5, nee, 8.1.5, so rum. Boah, dass ich ihn noch rausbringe. Nee, Flittchen. Das sind so Titel. So, wenn wir jetzt hier langlaufen und da oben nicht pullen, dann, ne, bin ich froh. Was? Ich habe Pullen gehört. Ernsthaft? Jetzt zieht dein Shroud? Willst du mich verarschen? Weißt du, ich stehe schon in den Mobs drin und dann zieht dein Shroud. Vielleicht schreibe ich in der Gruppe, hey, ich kann Shrouden, wie sieht's aus? Wollen wir das machen? Und oder ich sag irgendwie vor, bevor gepullt wird, aber nein, er zieht halt, wenn ich schon in den Mobs drin stehe, den Shroud. Macht halt viel Sinn. Wie lange hat denn der Cooldown? Ich glaube 10 Minuten, ne? Vielleicht können wir nach dem Dingsboss ziehen. Ich habe noch nie geschroudet in nicht Mythic plus Inis. Ja, das Problem ist, das geht halt eigentlich nur in ein Drittel, ja, was sage ich, ein Drittel, ein Viertel der Fälle geht es maximal gut, dass das klappt, ne? Und meistens führt es dazu, dass du vibest und länger brauchst, als wenn du gar nicht hättest geschroudet, ne? Weil, also es ist eigentlich eine ziemlich starke Sache. Du kannst viel auslassen, bist halt viel schneller, aber meistens sind die Leute halt leider zu blöd dafür. Leider. Aber der Hexer hat mir einen Soulstone gegeben, das ist doch schon mal gut. Kann man nichts sagen. Er heißt auch Sohan. Leg dich nicht mit Sohan an. Stimmt's! Der Film, ne? Wie heißt denn der? Ben Stiller ist das Schauspiel, oder? Nee. Ist das nicht Ben Adam Stiller? Sandler, oder? Nee, wie Adam heißt? Sandler? Ist das ein. Ich weiß nicht, die sehen alle gleich aus. Ja, okay, Stiller, dann ist Ben es. Stiller ist der andere. Müsste ich fast nachschauen, wie der andere aussah. Adam Sandler, ja. Doch, das ist der Klick und was weiß ich, was für Filme der noch gemacht hat. Immer so eher schlechtere. Ja, ja, Adam ja. Sandler ist der von Nachts im Museum, oder? Ja, okay, dann war ich. Oder der Dann. Sohn von Arthur von King of Queens. Ja, Stimmt, sein ja. Vater. Den Namen merken, ja, das ist echt schlimm. Das ist auch so schlimm, wenn es um irgendwelche Filme geht. Und hast du das gesehen oder das? Und ich denke mir,
Und dann, dann muss man mir die Story erklären oder erzählen, so ein bisschen, und dann, ah ja doch, den kenne ich nämlich gesehen, aber wie der Film heißt, schwierig. Schwierig. Auch so, mit dem Marvel-Film war es da auch nicht so. Hast du jetzt Endgame gesehen? Nee, hab ich nicht, aber ich habe mir letztens eine Zusammenfassung von den ganzen Filmen angeguckt. Auf YouTube, da hat einer so eine Zusammenfassung gemacht, aber die war aber halt wirklich so eine Zusammenfassung in 5 bis 6, 7, 8 Minuten, irgendwie sowas, und wirklich zu jedem Film 2 Sätze, und dann war ich irgendwie verwirrter als davor und dachte mir, okay, ja, alles klar. Guck ihn dir an, der ist echt gut. Also Endgame ist jetzt der ganz neue, ne? Ist jetzt nicht, ja. Infinity War. Nee, ist der ganz neue. Infinity War ist genau ein Jahr alt jetzt. Aber versteh ich das prinzipiell richtig? Gut, Leute, hört jetzt weg, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, aber verstehe ich das prinzipiell richtig, dass in Infinity War die gegen diesen Thanos kämpfen, der diese Infinity-Steine hat und alles ausrotten kann damit, ne? Und, genau. Und quasi aber Thanos die Hälfte der Leute killt, weil er sie irgendwie so auflöst und die weg sind. Könnte sein. Es könnte sein, okay, hypothetisch. Nein, das, ne? Ist ein Jahr alt, also das kannst du nicht mehr spoilern, das weiß ja jeder, auch jeder, der Memes liest, weißt du? Ja, also gut, Thanos löst die Hälfte der Leute auf und jetzt tun sie mit der anderen Hälfte nochmal gegen ihn kämpfen. Ja, Thanos kommt vor in den neuen Film. Ich will hier nicht spoilern, das musst du selber. Nee, ich will gar nicht, dass du den neuen Film. Aber sie kämpfen mit der kompletten Power von den ganzen Avengers gegen ihn? Schaffen es nicht, er haut die Hälfte weg und jetzt kommen sie mit der Hälfte wieder und wollen ihn danach töten und kommen dann auf die bessere Idee, wo sie nur noch die Hälfte sind. Und das ist die Filmidee. Hört sich für mich ein bisschen blöd an, muss ich sagen. Die wollen ja versuchen, die Leute zurückzuholen. Oh, ihr droppt da ganz schön. Achso, die wollen versuchen, die Leute zurückzuholen, okay. Muss, glaube ich, mal bubbeln. Mach doch. Ja, nee, ich habe Hardcore-Bubble gemacht mit so. Irgendwie habe ich auf die Bubble geklickt und es ist nichts passiert. Warte mal, hatte ich vielleicht ein Handauflegen von dir abgeklickt? Nein, ich habe extra nichts gemacht. Ah. Warum ging das denn nicht? Komisch. Naja, gut, ich habe das Hardcore-Bubble-Ding gedrückt mit, einmal sterben und GS drücken. Mein Gott, wie lange ich caste. Ja, du musst auf Max Range gehen, ne? Trotzdem. Der ist ein bisschen bitchig, der Boss. Warte mal, du stirbst ja vom Dot ist übelst. Tun. Ja, der Dot ist richtig übel. Du musst doch retzen. So, das hätte auch ich machen können, ne? Sehe ich gerade, ich bin ja auch ein Paladin. Ja, ich fand schon Infinity War voll episch, ne? Dass sie den als Bösewichten da so episch dargestellt haben, ne? Und dann jedes Mal so auf und ab. Schaffen sie es nicht. Schaffen es. Nein, doch nicht. Und alle verrecken. Gut, also es ist ja ein cooler Plot eigentlich, dass alle gegen einen super Bösewicht kämpfen und eigentlich gehst du ja bei dem Superheldenfilm davon aus, dass der Film damit endet, dass sie ihn platt machen. Ne? Also das ist ja eigentlich in 99% der Superheldenfilme so, dass der Gute gewinnt. Also, aber es ist interessant, ja. Aber gut, dann. Ja. Obwohl, ja, man kann den Film ja auch andersrum sehen, ne? Weil der so aufgebaut ist, ne? Als würden sie Thanos vorstellen, ne? Neuling. Schön, ja, okay. Kannst du auch so sehen, dass er als Superheld gewonnen hat. Und musste ganz schön hart dafür arbeiten. Naja. Okay, ja, gut, ich habe die jetzt nicht gesehen. Ich habe da so viel Einblick, habe ich jetzt nicht auf die Zusammenfassung und ein paar andere Sachen rundherum gesehen, aber, ne? Ich habe mir jetzt in letzter Zeit. Weil es ist ja die Dings rausgekommen, jetzt Game of Thrones, die 8. Staffel, und die habe ich mir halt angeguckt. Und dann habe ich mir halt ganz viel von so Background-Story-Sachen angeguckt. Also, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, einen ganzen Tag, ich war ja jetzt krank gewesen, habe Inseln gemacht und den ganzen Tag so Background-Story-Sachen, dass ich das alles so ein bisschen mehr verstehe, weil vieles kommt ja in den Dings nicht vor, in der Serie, sondern vieles kommt ja nur in den Büchern vor. Und da ich die Bücher nicht gelesen habe, war sowas schon mal ganz interessant. Da habe ich mich jetzt eher so ein bisschen reingefuchst, um da mal zu checken, um was es jetzt hundertprozentig geht. Das war auch ganz interessant. Aber das sind so, wenn du so große Welten hast, dann gibt es ja so viele Leute, die da Videos zu machen und Spekulationen und hin und her anstellen. Dann ist das echt ganz interessant, sich da reinzufuchsen. Ja. Ist ja bei WoW auch nichts anderes. Also da gibt es ja auch ewig viele so Lore-Geschichten.
Aber dafür interessierst du dich ja gar nicht, ne? Das hatten wir ja schon mal erörtert. Nee. War annähernd. Ich finde es auf jeden Fall schon interessant. Da, Heileffekt, da kann jemand Flüche unternehmen? Was haben wir denn dabei? Ich glaube, von uns kann keiner Flüche. Genau, es gibt erst 2 Folgen von der 8. Staffel. Die nächste kommt Sonntag, glaube ich, raus. Beziehungsweise ich kann sie erst von Montag auf Dienstag auf Amazon angucken. Aber gut, das reicht jetzt auch. Bei dem Sky-Ticket kann sie es früher angucken, aber da soll die Quali halt ziemlicher Matsch sein, habe ich gehört. Deswegen dachte ich mir, komm, ich habe eh Amazon, dann kaufe ich es mir halt da, bevor ich da so eine Matsch-Grafik habe. Weil die stecken da halt, weiß ich nicht, Millionen in die Produktion rein, dass das alles geil aussieht. Und dann guckst du es dir halt, dass du es einen Tag früher sehen kannst, auf eine nicht mal HD-Grafik an, wo ich mir auch denke, also, das ist dann halt auch ein bisschen. Ist das. Okay, mir wurde gesagt, dass die da irgendwie ziemlich gammelig ist, dass das nur 720p oder so sein soll, das gestreamte, wenn's live geht. Habe ich gehört, ne? Aber dann ist das anscheinend eine Fehlinformation gewesen. Okay, gut zu wissen. Mal diese Hunter-Pets, die am Spotten sind. Ja, ich weiß gar nicht, warum die jetzt die ganze Zeit den Boss spotten können. Eigentlich dachte ich, Bosse kann man nicht mehr taunten. Wisst ihr nicht, was dagegen spricht, gegen einen Boss-Taunt? Ja, sonst könnten ja Pets Bosse tanken, weißt du? Auch in Raids und so. Dann könntest du ja so viel abusen mit. Weil, zum Beispiel, Pets haben ja die Fähigkeit, also haben ja eine passive Fähigkeit, dass sie durch jeden AE-Schaden 90% weniger Damage kriegen, ne? Zum Beispiel. Mhm. Es gibt ja auch viele, die irgendwelche Cleaves machen und die da kriegen Pets gut wie keinen Schaden. Wenn du die tanken lassen könntest, dann wären die OP-sten Tanks überhaupt, auch im Raid. Und deswegen können die keine Raid-Bosse mehr spotten. Und auch eigentlich keine 5-Mann-Bosse, meinte ich. Sonst könntest du auch einfach nur für diese Cleave-Mechanik zum Beispiel reintaunten lassen. Gibt's ja auch viele, wo der ganze Raid was fressen muss. Überleg mal, da muss der ganze Raid irgendeinen Cleave fressen, dass er aufgeteilt wird. Ich glaube, bei Dings war das ja so, bei, wie hieß er denn? Aggramar zum Beispiel, ne? Wenn der einfach das Hunter-Pad reintaunten könnte, dann würde das wahrscheinlich mit 90% Damage Reduction das sogar überleben. Und selbst wenn es nicht überlebt, ist ja scheißegal, da muss der ganze Raid nicht rufen. Du könntest das Single fressen lassen und dann quasi das wieder retzen und das beim nächsten Mal wieder machen. Dann könntest du es auch mit einem Tank zum Beispiel spielen. Gut, Aggramar ist jetzt ein böses Beispiel, weil der nennt, ich weiß nicht, dass jetzt einer von Höhl hat, keine Ahnung, der kriegt ja einen Debuff, wenn er das macht, aber mir ist jetzt gerade kein anderer Boss eingefallen. Es gibt viele andere, die auch cleaven, ja, wo du irgendwas abfangen musst. Uns ist doch neulich mal aufgefallen, dass du auch mit einem Kultiraner manche Bosse zurückstoßen kannst und manche nicht. Vielleicht stimmt, sind das ja auch so welche. Manche kannst du spotten und manche kannst du auch gleichzeitig zurückkicken. Gut, vielleicht fehlen die so als, weiß nicht, ja, Mini-Bosse. Dass sie nicht als richtige Bosse getrackt sind, das kann doch tatsächlich sein. Und gut, in den alten Inis ist es ja auch wurscht, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es dann auch bloß in dem höheren Content. Ja, diesmal konnte ich ein bisschen Damage mitmachen. Schurken hatte ich fast. Schurken hattest du fast. Moment, muss mal gucken, beim Endboss jetzt, oder? Gesamt. Ach, Gesamt, okay, warte mal, post mal den Gesamtdamage. Ich hab jetzt immer nicht resettet, dann habe ich nicht drauf. Wenn ich alle Daten gehe, dann habe ich immer noch den Mage mit drin, dass der am meisten Schaden gemacht hat. Ja, posten. Ich muss das nie posten. Na gut. So wichtig ist auch nicht. Bericht der Gruppe. Ich denn jetzt 73, gut. Und wir sind jetzt mit der... Nee. Du hast jetzt einen gepostet. Jetzt ist nur der Hexer drin. Bravo, okay, das üben wir nochmal. Ja. Da, jetzt hat's geklappt. Das war der Test. Achso, hier hat jemand was geaddet. Ja, von dann raus aus dem Laden, keine Ahnung. Das könnt ihr selber machen, wenn ihr was edit. Keine Ahnung, wahrscheinlich noch der Rogue, der noch stealthen kann, ne, hat was geedit. Hey, gut, ich war gar nicht so weit weg von den anderen. Der Rogue war ja mal totaler Mist.
Richtig, er hat ja 100 DPS weniger als ich als Tank gefahren und fast genauso viel wie du als Heiler. Ja, gut. Und auch noch geaddet. Und gut, er wollte den Shroud ziehen, hat es aber nicht so ganz drauf gehabt. Aber stets bemüht. Ja, das könnte man ihm ins Zeugnis attestieren. Gut, eine Stunde haben wir auch wieder rum. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Ja, wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal gerne wieder rein. Euer Tela, bis dann. Ciao.